Hüftarthrose ist eine schmerzhafte Erkrankung, die das tägliche Leben erheblich beeinflussen kann. Viele Betroffene suchen nach natürlichen Wegen, um die Symptome zu lindern und den fortschreitenden Abbau des Knorpels zu verlangsamen. Wusstest du, dass es ein einfaches Getränk gibt, das täglich konsumiert werden kann, um Hüftarthrose zu verbessern? In diesem Video erfährst du, welches Getränk das ist und wie es deine Gelenke auf natürliche Weise unterstützen kann. Nummer 1. Das Wundermittel Kurkuma-Tee. Kurkuma-Tee, auch goldene Milch genannt, ist ein Getränk, das aus Kurkuma-Pulver, Wasser oder Milch und oft weiteren Gewürzen wie Ingwer und Zimt besteht. Die Hauptwirkung gegen Hüftarthrose stammt von Kurkumin, dem aktiven Wirkstoff in Kurkuma. Kurkumin hat starke entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften, die dabei helfen, Entzündungen in den Gelenken zu reduzieren und den Knorpelabbau zu verlangsamen. Nummer 2. Die Zubereitung von Kurkuma-Tee. Die Zubereitung von Kurkuma-Tee ist einfach und lässt sich gut in den Alltag integrieren. Du benötigst dafür 1 Teelöffel Kurkuma-Pulver oder ein kleines Stück frischer Kurkuma, 1 Tasse Wasser oder pflanzliche Milch, 1 Prise schwarzer Pfeffer, optional 1 Teelöffel Honig oder Zimt für den Geschmack. Erhitze das Wasser oder die Milch und füge das Kurkuma-Pulver hinzu. Lasse den Tee einige Minuten köcheln und füge eine Prise schwarzen Pfeffer hinzu. Der Pfeffer ist wichtig, da er die Bioverfügbarkeit von Kurkumin im Körper um ein Vielfaches erhöht. Süße den Tee nach Belieben mit Honig oder Zimt und trinke ihn am besten täglich vor dem Schlafengehen. Nummer 3. Ergänzende Zutaten für noch mehr Wirkung. Neben Kurkuma kannst du deinem Tee auch weitere entzündungshemmende Zutaten hinzufügen, die den Effekt verstärken. Ingwer. Ingwer hat starke entzündungshemmende Eigenschaften und kann zusätzlich die Schmerzlinderung unterstützen. Er hilft auch bei der Verbesserung der Blutzirkulation, was für die Versorgung der Gelenke wichtig ist. Zimt. Zimt ist nicht nur aromatisch, sondern hat auch antioxidative und entzündungshemmende Wirkung. Er kann den Geschmack des Tees verbessern und gleichzeitig dazu beitragen, Entzündung zu lindern. Kokosöl. 1 Teelöffel Kokosöl kann die Aufnahme von Kurkumin verbessern, da Kurkumin fettlöslich ist und in Kombination mit einem gesunden Fett besser aufgenommen wird. Nummer 4. Die langfristigen Vorteile von Kurkuma-Tee. Regelmäßiger Konsum von Kurkuma-Tee kann dir nicht nur bei der Linderung von Hüftarthrose helfen, sondern auch zahlreiche andere gesundheitliche Vorteile bieten. Kurkumin wirkt als starkes Antioxidant, das freie Radikale bekämpft, die Zellen schützt und den Alterungsprozess verlangsamt. Darüber hinaus kann der Tee den Cholesterinspiegel senken, das Immunsystem stärken und sogar bei der Vorbeugung chronischer Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs helfen. Besonders für Menschen, die unter chronischen Entzündungen leiden, ist Kurkuma ein wertvoller Bestandteil einer gesunden Ernährung. Nummer 5. Wann der Effekt einsetzt. Es ist wichtig zu wissen, dass die Wirkung von Kurkuma nicht sofort eintritt, sondern einige Zeit dauern kann. Wie bei vielen natürlichen Heilmitteln erfordert es Geduld und regelmäßige Anwendung, bis die Effekte spürbar sind. Die entzündungshemmenden Eigenschaften des Kurkumins entfalten ihre volle Wirkung oft erst nach einigen Wochen oder sogar Monaten. Es ist daher ratsam, den Kurkuma-Tee täglich zu trinken und in Kombination mit einer entzündungshemmenden Ernährung und ausreichend Bewegung die besten Ergebnisse zu erzielen. Und Nummer 6. Wer sollte vorsichtig sein? Obwohl Kurkuma ein natürliches und sicheres Mittel ist, gibt es einige Menschen, die bei der Einnahme vorsichtig sein sollten. Menschen, die Blutverdünner einnehmen, sollten vorher mit einem Arzt sprechen, da Kurkuma die Blutgerinnung beeinflussen kann. Auch Schwangere sollten Kurkuma in großen Mengen meiden, da es in seltenen Fällen Wehen auslösen kann. Möchtest du jetzt noch wissen, wie du Warzen mit Apfelessig in nur 24 Stunden entfernen kannst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.